Hola oder Moin Moin aus Rostock. So, heute bin ich im Einkaufszentrum unterwegs. Aber es ist leider nicht so wie auf Teneriffa, dass die Geschäfte aufhaben. Also es haben hier so Haushaltsgeschäfte haben auf, Vodafone-Läden, ja, Penny, Edeka, all sowas, Douglas und Rossmann und so, aber andere Geschäfte, so wie hier zum Beispiel Kick, ist geschlossen. Schaut mal, ich bringe euch mal ein bisschen Feeling. Ein bisschen Grünpflanzen aus Rostock. Hier ist die Spielanlagen für die Kinder sind geschlossen. Also es ist auch ist hier so ein kleines Einkaufszentrum über zwei Ebenen. Ich sehe da hinten ist Reno, Deichmann, Chaco, Bäcker, Stylebox, aber diese Läden haben geschlossen, sowieso wie Vodafone, sowas hat alles auf. Ja. Hier vorne, ach, da machen sie Werbung für den Rostocker Zoo. Nehme ich euch mal die Tiere auf. Hier unten, schaut mal, hier unten geht es weiter. Es sieht ja eigentlich ganz nett aus hier. Das kann man nicht sagen. Aber es ist eben alles geschlossen. Also hier machen sie Werbung. Schaut mal. Für den Rostocker Zoo machen sie Werbung. Ob der auf hat, weiß ich nicht. Müsste ich mich auch erst ein bisschen schlau machen. Ja, dänisches Bettenlager ist da. Aber es lohnt gar nicht, hier weiterzugehen, weil ja sowieso alles geschlossen ist. Okay, aber ich wollte nach Edeka. Ich muss mir ein bisschen Wasser holen. Und wo wollte ich noch hin? Ach, nach DM. Ich war lange nicht bei DM. Ein halbes Jahr. Über ein halbes Jahr war ich bei DM nicht. Da will ich jetzt mal gucken, welche Neuigkeiten es da gibt. Ach, guck mal hier. Das sieht ja auch nett aus, ne? Das ist Taco. Das Oberteil sieht nett aus. Hier die Hose. Mag ich auch. Das ist auch mein Style. Das Kleid ist schön. Aber gut. Man kommt nicht rein. Müsste ich dann, wenn ich was will, online bestellen. So. Dann fahre ich mit euch mal runter. Ach, die Blumengeschäfte haben auch auf. Hier gibt es auch Geschäfte, so in Rostock, die kenne ich gar nicht. Das sind wahrscheinlich alles so kleine Boutiquen. Hier die Nummer 1 Mode. Blumengeschäft. Oh, so einen schönen Döner könnte man essen. Hier Jeans Fritz. Ach, hier sehe ich es doch für Kinder geöffnet. Da schaukelt gerade ein kleines Mädchen auf dem Pferd. Ernsting Family hat geschlossen. Ja, hat eigentlich alles geschlossen. So, dann gehe ich noch zum DM und bei Edeka, wie gesagt, halte ich noch einmal an und ich nehme euch hier noch, hier kann man ein Auto kaufen, so wie sieht es aus, hat jemand 31.000 zufällig über, dann würde ich das gerne nehmen. Und hier, guckt mal, hier, das schöne Boot nehme ich euch noch auf.
Also, wie gesagt, nettes kleines Einkaufszentrum über zwei Ebenen. Leider alles geschlossen. Naja, vielleicht schaffe ich das noch mal irgendwann, in diesem Einkaufszentrum shoppen zu gehen. Ich bin ja optimistisch, aber okay, wir warten ab. Hier noch mal ein Blick auf das schöne Holzschiff. Und damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Anschauen. Schöne Grüße aus Rostock. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ach, ich habe euch noch gar nicht erzählt, der Corona-Test, den ich gemacht habe, der ist kostenlos. Ich brauchte nichts bezahlen und habe innerhalb von 15 Minuten mein Ergebnis aufs Handy bekommen. So, das war's von mir. Tschüss!